Institut für Tiefenwahrheit, Peter Töpfer, Sören Kierkegaard, Postexistenzphilosophie und Tiefenwahrheit. Entstehung von Etwas aus dem Nichts, von Dasein aus dem Nichtsein. Ein Essay zur Einführung in die Tiefenwahrheit in drei Teilen. Dritter Teil, Dasein. Und Zustimmung, Kritik. Mit Zitaten von Angelika Brauer, Journalistin und Autorin, Thomas Fuchs, Inhaber der Karl-Jaspers-Professur für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie an der Universitätsklinik Heidelberg, Richard Burkhardthofer, Philosoph, Verfasser einer Einführung in Kierkegaards Werk, Übersetzer und Mitherausgeber der Schriften von Kierkegaard und Originalzitaten von Sören Kierkegaard. Vorrede zum dritten Teil. Anders gesagt, ist das Medium der Philosophie die Sprache, insbesondere die geschriebene Sprache. Aber wo steht geschrieben, dass nicht auch andere Medien in Frage kommen? Wo steht geschrieben, dass nicht das Medium sich ändern kann? Wir kommen zwar alle, die Philosophen und die Postphilosophen, vom Nachdenken, vom ungetrübten Wahrnehmen, aber wir schlagen dann andere Wege ein, andere mediale Wege. Es ist aber derselbe Ursprung, das ist wichtig, das ist Philosophie, Postphilosophie. Beide haben denselben Ursprung. Nur, wenn Schopenhauer spazieren geht mit seinem Pudel oder Kierkegaard als Dandy durch Kopenhagen und nach Hause kommen und sich an den Schreibtisch setzen und schreiben, wo bitteschön ist dann vorgeschrieben, dass es dabei seine Bewandtnis finden muss? Warum sollen wir dann in diesem Medium der Schrift und der Sprache verhaftet bleiben? Warum sollen dann nicht neue Medien ins Spiel kommen? Und warum soll sich das Medium nicht entwickeln? Ein Ergebnis von Nachdenken kann ja auch ein Video sein. Inhalt der Philosophie sind Gedanken. Die Medien zu deren Darstellung sind gesprochene und geschriebene Sprache. Inhalt der Postphilosophie sind Gedanken und Gefühle. Die Medien zu deren Darstellung sind gesprochene und geschriebene Sprache plus Gefühle. In den postphilosophischen Medien, Text, Audio und Video, werden nicht nur Gedanken, sondern auch Gefühle transportiert. Eine doppelte Veränderung, inhaltlich und medial, findet statt. Das heißt, ein Video kann ein postphilosophisches Medium sein in der Tradition der Philosophie. Ein Video, in dem jemand über sich nachdenkt, aber in dem auch plötzlich, wenn sie sich äußern, diese Gefühle, wenn sie ins Spiel kommen, dass die Gefühle auch gezeigt werden, liegt in einer direkten Tradition zum Schreiben. Das Medium wird gewechselt und es wird auch in andere Bereiche vorgestoßen, aber es hängt zusammen, ideengeschichtlich, mit dem, was früher Bücher waren. Das Subjekt in einer tiefen Wahrheitssitzung, adäquat zur Schreibsitzung des Philosophen, denkt auch nur über sich nach. Es muss kein Video entstehen dabei. Millionen Menschen haben philosophiert, ohne je ein Buch geschrieben zu haben. Nur die Videos, die vom Institut für Tiefenwahrheit veröffentlicht werden, die ähneln Büchern, die im 20. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert geschrieben wurden.
Was der Philosoph mit seinen Büchern gemacht hat, macht der Postphilosoph heute mit seinen Videos. Beziehungsweise Audios. Er hat zwar auch ein Buch geschrieben, die Wahrheit, sie sagen und in ihr Leben, aber das war nur ein Schritt in die Postphilosophie. Das Medium der Postphilosophie ist das Video, wo Stunden der Wahrheit, Stunden der tiefen Wahrheit dargestellt werden. Das heißt nur, dass dort der Postphilosoph sein eigenes Selbstversuchssubjekt ist. Andere, die sich in ihre tiefen Wahrheit begeben, lassen keine Videokamera dabei laufen, selbstverständlich nicht. Das macht nur der postphilosophische Autor, wenn Sie so wollen, der als Philosoph früher Bücher geschrieben hat. Das sind die Ergebnisse seines Nachdenkens und Fühlens. Die Ergebnisse des Nachdenkens waren früher die philosophischen Bücher und die Ergebnisse des Nachdenkens, aber auch Nachsinnens, Nachspürens, Nachfühlens sind die Videos. Es sind verschiedene Medien, die aber in einem Medium ihren Ursprung haben, nämlich im Nachdenken über sich selbst und darüber sprechen, darüber schreiben und darüber fühlen. Wenn Schopenhauer geschrieben hat über Tierversuche oder schlechte Behandlung von Tieren, selbstverständlich hat er da Gefühle entwickelt. Diese Mitleidsgefühle, die sich nicht nur auf Tiere, sondern auch auf Menschen bezogen. Dieses ganze Elend, dieses Jammertal des Lebens, der menschlichen Gesellschaft. Selbstverständlich hatte dort Schopenhauer auch Gefühle. Und es ist nicht einzusehen, dass diese Gefühle dann ausgeklammert werden als Ergebnis des Nachdenkens. An der Stelle erfolgt nur eine mediale Umorientierung. Schopenhauer hätte genauso gut, damals gab es keine Kameras, ja, Schopenhauer hätte aber schon sich selbst da herausentwickeln können. Das blieb dann vorbehalten den Postphilosophen. Aber wichtig ist immer wieder der gemeinsame Ursprung. Ein guter Postphilosoph hat seinen Ursprung in guter Philosophie. Und was ist gute Philosophie? Es ist das Nachdenken, was nur der Wahrheit verpflichtet ist. Ich sehe, ich denke darüber nach und fühle und sehe und sinniere so uneingeschränkt wie möglich. Ich spüre nur dem nach, was ich als wahr empfinde. Das ist Philosophieren. Und das ist die Basis der Postphilosophie, in der dann verzichtet wird auf 300 Seiten vollschreiben, auf ewiges Reflektieren und Nachdenken, Grübeln und so weiter. Das gibt es dann nicht mehr. Aber der Ursprung ist dennoch der gleiche. Die in Teil 1 besagten negativen Gemütszustände der Philosophie eines Søren Kierkegaard werden in deren transintellektuellen Radikalisierung, Postphilosophie, aufgehoben, wie es Hegel gesagt haben würde, und ins Positive transformiert. Durch Anerkennung, Wahrnehmung und tiefes Erleben des Negativen entsteht Positives. Man muss sich dafür nur auf den Beckenboden fallen lassen, um sich von dort in Richtung Luft abstoßen zu können.
3-1 Dasein. 3-1-1 Ich lausche, also bin ich. Einerseits habe ich immer gesagt, das ist nichts, aber dann ist es gleichzeitig laut. Und nicht nur, dass es laut ist, sondern es ist so ganz verschiedene Frequenzen oder so. Ist aber schön. Ist wie, ja, es hat was von Kosmos oder so. Als ob ich in den Kosmos hinaus lausche. Es ist so, als ob ich in die Welt hineinlausche. Aber es ist gut. Es ist sehr gut. Sehr schön. Es kommt mir so vor, als meint, als wird es, wie gesagt, ich wollte sagen, als ob man es gut mit mir meint. Ich bin froh darüber, dass ich mich so wahrnehmen kann überhaupt, weil das besser ist, als wo ich wie so ein verrücktes Huhn rumrenne und überhaupt nicht weiß, was los ist mit mir. Und jetzt habe ich wenigstens diese Schwere und diese Ruhe oder diese Ausgedehntheit meines Körpers. Wenigstens nehme ich meinen Körper wahr und dieses Rauschen. Jetzt habe ich zwar auch keine Perspektive irgendwie, aber wenigstens fühle ich mich selbst, dass ich überhaupt meinen Körper fühle und höre, ist ja schon mal überhaupt was. Ist gar nicht mal so schlecht. Mich gibt's denn überhaupt nicht mehr. Völlige Verschwinden oder Vernichtung oder ist mir schon ein Wunder, dass ich überhaupt noch daran denke, dass es da noch was anderes gegeben hat oder geben könnte. Außer dieses Nichts. Dann der Himmel über mir, Luft. Das ist eine ganz komische Situation. Ich bin da, aber alles, was ist, ist nur die sozusagen die Welt, aber ich habe gar keinen Bezug irgendwie dazu. 3-1-2 Aus nichts wird etwas. Major Tom kehrt heim. Ich könnte gar nicht jetzt sagen, was ich jetzt mit der Welt anfangen soll oder was ich in der Welt will. Das war wie dieser Gedanke, der huscht dann so ganz schnell an mir vorbei. Na, der hatte was jetzt damit zu tun, was ich gerade gesagt habe. Das Nichts, das Nichtsein. Das ist ganz seltsam und im Hintergrund habe ich auch immer diese Traurigkeit, aber irgendwie kommt es mir doch so vor, als ob ich irgendwie langsam in Kontakt komme mit dem, der da sitzt. Als ob ich da anfange zu sein. Als ob ich nichts oder das ist die totale Abgetrenntheit oder Abgelöstheit von allem. In dieser komischen Luft, in dieser komischen stillen Welt, in der nichts mehr ist,
dass ich da drin verlassen bin oder dass ich sozusagen wie ins Orbit, ins Weltraum bin ich weggedriftet sozusagen, wie Major Tom und schwirre jetzt da draußen rum, habe überhaupt keine Verbindung mehr zu mir, nehme mich überhaupt nicht mehr, gibt nichts mehr, keinen Willen mehr, gar nichts mehr. Und jetzt irgendwie scheint es doch was zu geben. Da scheint jemand tatsächlich irgendwie doch noch zu wollen, dass es ihn gibt oder dass er irgendwie zurück auf die Erde kommt oder irgend sowas. Und diese ganz kleine... Diese ganz, ganz kleine Stimme, die schon so verschwindend klein und gering ist, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Ach, jetzt sterbe ich schon wieder. Die kriegt dann noch einen drauf. Der wird dann noch gesagt, dass ein Spinner ist. Ankommen. Post geht ab. Das ist schon mal was wert jetzt, dass ich überhaupt mich wahrgenommen habe unterhalb dessen, der da nur über die Welt hinwegfliegt und der überhaupt gar nicht... der überhaupt nicht runterkommen will oder ankommen will oder überhaupt gar nicht da sein will. Der nur auf der Flucht ist irgendwie oder nur rumschwirrt. Der überhaupt nicht da ist. Ja, in dieser Katastrophe ach, irgendwas fühlt sich sogar irgendwie gut an. Dieses alles sein lassen. Einfach nur sinken. Irgendwie irgendwo ankommen. Ach, irgendwie ist da was Gutes dran. Wie kommt es, dass ich einerseits so was Gutes empfinde und dann eben nicht genug Appetit habe? Ich müsste doch sozusagen Appetit bekommen. Oder was hast du vorhin gesagt? Wo ich so lachen musste, da hast du gesagt. Postmister. Jetzt müsste die... Authentisch. Lachen und weinen. Und komischerweise immer dann, wenn es irgendwie... Ja... wenn es irgendwie interessant für mich wird oder wenn es irgendwie
authentisch wird oder wo ich plötzlich Kontakt. Ist immer eine Katastrophe. Ich rede zwar von irgendwas Schlimmem, aber wenigstens habe ich Kontakt dann zu diesem Schlimmen, zu dieser zu dieser schlimmen Sache. Aber irgendwie ist das was Gutes, dass ich dann überhaupt an etwas dran bin. Ich merke, dass es gut ist, dass ich überhaupt ein echtes Bild habe von etwas, was mich selbst betrifft. Das sind solche Momente, wo ich sagen wollte. Dass sie echt, echt sind, wollte ich sagen. Also, für mich ist es irgendwie was Besonderes. Deswegen reicht es nicht aus, zu sagen, dass es echt ist. Dann sage ich mal, es ist echt, echt. Das ist genau wie, das ist genau wie so eine blöde Reklame von Sat.1. Das ist der Film. Jedenfalls merke ich dann diesen Zehntelsekunden, dann habe ich so eine. Dann sehe ich irgendwas ganz deutlich und ganz deutlich. Dann sehe ich, und das aber bloß eine Sekunde, aber dann sehe ich etwas ganz Echtes. Dann sehe ich das ganz genau, als ob ich dann da bin. Ja, und dann fühle ich alles. Das ist so eine Dimension plötzlich. Aber gleichzeitig. Gleichzeitig, ich freue mich. Einerseits darüber und muss lachen und im selben Moment muss ich heulen, weil es irgendwie traurig ist. Das ist ganz seltsam. Einerseits sage ich, wenn ich nicht da drin bin, dann bin ich abgehoben. Und dann, wenn ich aber sage, wenn ich dann da drin bin in der richtigen Welt, dann ist es nichts anderes als genau das. Dann bin ich komischerweise in der echten Welt, bin ich plötzlich so traurig und so verloren und seltsam. Die einzige und wahre Welt war die traurige. So traurig, zu traurig, dass sie verlassen wurde. So ein bisschen Lebendigkeit kommt in mich. Weil ich das so eben zugelassen habe, diese Schwäche. Ich muss immer so aufpassen an der Stelle, dass ich nicht irgendwelchen Mist erzähle. Sonst wäre ich verrückt. Ich will ja nur irgendwas Echtes haben. Ich will ja nur das Echte will ich ja nur ausbauen. Ich habe die Schwäche einfach zugelassen. Ach. Und kaum habe ich diese Schwäche zugelassen, da habe ich mich quasi wieder selber entdeckt, da drin, in diesem Tod. Da kommt plötzlich irgendwas Echtes. Irgendwas Echtes, was mich ausfüllt. Wo ich mich selber wahrnehme. Das Echte muss erarbeitet werden. Das heißt, erwahrheitet, erfühlt werden. Das Gegenteil von arbeiten, nämlich wahrnehmen, nur sein lassen, loslassen, lösen, fließen lassen. Aber immerhin, dass ich mich überhaupt an irgendwas erinnern konnte in diesem scheiß Drecksleben, das ich führe. Da ist überhaupt gar kein Platz für gar nichts. Und da habe ich mich wenigstens mal so ansatzweise an irgendetwas Echtes und echt Lebendiges erinnert. Auch wenn ich jetzt immer noch überhaupt nicht mehr weiß, worum es da überhaupt ging. Ich kann mich nur erinnern, wir haben da irgendwas gespielt. Es war irgendeine Art Spiel und es waren irgendwie Mädchen mit dabei. 315 Liebe.
Das ist Philosophie. Postphilosophie ist: Liebe ist nicht dazu da, über Widersprüche hinwegzutragen. Den Widersprüchen wird auf den emotionalen Grund gegangen. Dort lösen sie sich auf. Und dann wird das Subjekt liebesfähig. Das Nicht-Angenommen-Sein kann nur verschmerzt werden. Es kann uns niemals von dem Anderen gegeben werden. Nicht eine gemeinsame Beziehung kann uns über die Abgründe und Widersprüche der Existenz hinwegtragen, sondern die Abgründe müssen mit Selbstgefühlen und Einsichten ausgefüllt werden. Voraussetzung dafür, soweit ist das richtig, ist die Beendigung des Hinwegtäuschens und auch die Hingabe. Aber die Hingabe an mich selbst, die Hingabe an den anderen erfolgt dann von selbst. Wie alles das wenig ist, wie gering das alles ist. Ich weiß, was ich da erlebt habe, oder ich habe eine Ahnung davon, wie, was Liebe ist, was ich... Oh, ich muss aufpassen, ich darf nicht zu viel erzählen. Dann bleibt mir die Luft weg. Ich weiß ganz genau, ich weiß Bescheid über alles. Ich weiß alles. Ich habe den so vollen Durchblick. Aber das irgendwie auszusprechen oder das alles so zuzulassen, das ist dann irgendwie zu viel. Dann kriege ich keine Luft mehr. Aber ich weiß genau, worum alles geht. Ist mir alles völlig klar. Aber die Ausmaße. Ich sage zum Beispiel, das ist das einzige Mal, wo ich gelebt habe oder wo ich selber gewesen bin oder wo ich Liebe gespürt habe, wo es Liebe gegeben hat. Oh, ich habe Angst, dass irgendwie zu tiefe Gefühle kommen oder so. Habe ich wieder Angst, dass mich alles auseinanderreißt oder so oder kaputt macht oder so. Aber andererseits will ich das ja auch. Aber ich merke das, wie schlimm das alles ist und wie dünnhäutig ich dann werde und wie mich das auseinanderreißt alles. Kommt dann immer eins zum anderen und meine Gefühle, die ich heute plötzlich meinen Eltern gegenüber habe oder so, ich fühle so eine Liebe oder so eine Zärtlichkeit für die. Gekriegt, dann bleibt dann die Luft weg. Oft, wenn ich so rumhänge, so rumstumpfe und Sorgen mir mache um mich selbst oder so, oder pff, dann frage ich mich natürlich, naja, was ist denn ein Leben, was nicht so wäre? Da komme ich immer nur zu einem einzigen Punkt. Der einzige Sinn im Leben, den ich sehe, wirklich ist tatsächlich die Liebe. Nichts anderes. Nur mit einer Frau zusammen zu sein, sich gegenseitig miteinander
so zu haben und das ist tatsächlich letzten Endes Sexualität und Orgasmus und hinterher dieses Wegschlafen, dieses Einschlafen, diese Dimension, diese, da ist wirklich Ruhe, da ist wirklich dann, mehr gibt's nicht, und aber andererseits muss es aber eigentlich auch so sein, das Leben. Gehe da rein und ist ein hübsches Mädchen hinter der Tresentheke. Und da kommt die so ganz nett auf mich zu und bietet mir da an. Und willst du nicht ein Croissant essen und hier ein frisches, schönes Croissant, noch ganz ofenfrisch, und willst du nicht einen Kaffee trinken und so? Und jetzt bearbeitet die mich so. Ich sage, nee, ich habe gar keinen Appetit, sage ich, aber lächle, also bin ganz lieb, also zu ihr so, und so, danke, sage ich. Und auf mir kommt das Gespräch so. Und dann merke ich plötzlich, wie ich so intensiv in ihre Augen gucke halt. Und sie auch. Also jedenfalls, der Blickkontakt ist so, ohne abzubrechen, gucken wir uns die ganze Zeit, wenn wir so quatschen, in die Augen, so voller Kanüle. Und das ist so schön. Und das ist der Moment, wo ich irgendwas so Schönes erlebe. Ganz toll, wie man sich so aufeinander zugeht und wie man sich so trifft. Und das ist ganz toll. Ganz tolles Gefühl. Und währenddessen ich ihr in die Augen gucke und mit ihr so quatsche, und dann geht ja bei mir dann in meinem Kopf dann Sachen ab, dann sage ich mir, okay Peter, das ist so ein Moment, das ist so schön, lass den jetzt nicht abbrechen oder mach weiter, oder dann mahne ich mich selber. Und dann sage ich, dann sage ich mir, ja, Mensch, bleib dabei, genieße das oder lass das jetzt nicht abbrechen, im Gegenteil, vertiefe das jetzt und so. Ist doch schön, und es passiert doch so selten eigentlich. Das kann doch, das darfst du jetzt nicht abbrechen lassen und so. Und dann sagt sie mir, ja, willst du nicht doch was haben? Und sage, naja, gern, aber mir war nicht nach nichts. Ich war gerade, kam gerade vom Frühstücken. Und dann, was macht sie? Dann schiebt sie mir einfach so ein kleines Tellerchen zu mit einer Weintraube drauf und mit einer halben Kiwi drauf. Schiebt sie mir das einfach so zu. Und sage, ja, das ist toll, sage ich, toll. Dann vielleicht die Weintraube verdrückt und so, schön. So weit geht dann noch mein Mut oder so. Das ist gar nicht mal so mutig, das ist dann irgendwie noch im Rahmen des Normalen. Das kann ich dann noch, aber irgendwann mal hört's auf. Ja, das ist so schön, weißt du, und dann kommt das, das wird das so schlimm irgendwie. Das wird dann so schlimm bei mir. Oh, irgendwie fange ich an zu zittern, ich weiß auch nicht warum. Na egal. Ja, irgendwie fühle so ein Zittern in meinen Oberschenkeln oder so. Aber innerlich ist ein Gewitter im Anrollen, nur die Vorläufer so. Ich fühle das, so ein Zittern in mir drin. Ach, das ist nur ein ganz leises Anrollen, wenn das Gewitter noch ganz weit weg ist. Dann sitzen wir also so da, und dann steht die in einem Tresen, guckt mich so an, strahlt mich an, hat ein ganz, ganz offenes, positives Gesicht so, und dann gucke ich in die Augen und so. Und dann passiert gar nichts mehr, außer dass ich in die Augen gucke von der. Ja, und ich sehe es ja jetzt an mir, ich spreche davon, da kommt ein Gewitter auf mich zu, aus mir heraus. Naja, aber gleichzeitig wiederum, und das ist immer so alles nur so nah beieinander, gleichzeitig wiederum bin ich absolut, hundertprozentig stehe ich dazu und sage mir, etwas Geileres, was Schöneres gibt's doch gar nicht. Und dann sitze ich da und versinke so in ihre Augen so hinein. Und sie hält dem Stand. Sie guckt mich auch die ganze Zeit an. Als ob das Normalste der Welt ist irgendwie. Und dann... Und so, und weil ich da irgendwas sagen muss, oder fällt mir nichts besser ein, sage ich, oh, du hast so schöne Augen, sage ich. Oh, du hast so schöne Augen, sage ich. Oh, danke, sagt sie, das höre ich gern. So. Da gibt es eigentlich nichts anderes für mich in dem Moment, als einfach nur so weiter in ihre Augen zu schauen. Oh, jetzt zittere ich schon wieder los. Alles in mir zittert schon wieder. Ich will damit gar nichts zu tun, aber mit dem ganzen Scheiß. Ich weiß genau, was vor sich geht. Ich habe voll den Überblick über alles. Ich weiß genau, was mit mir ist. Ich weiß genau, was mein Leben war. Ich weiß es ganz genau alles. Es ist Wahnsinn. Es ist so klar alles. Ich weiß auch, dass dieses Zittern, dass es
mein eigentliches Leben, das ist meine eigentliche Energie, mein alles, mein Körper, alles. Das ist alles, was ich weggeschlossen habe, was zu ist, was... Es ist so klar alles, ich weiß alles. Oh. Oh. Scheißdreck. Oh, ich fühle dieses Zittern. Und das ist nur ein Vorläufer. 3-2, Zustimmung. Drei, zwei, eins, sich nicht belügen, sich nichts vormachen. Es kommt mir so vor, als ob ich immer noch, nach all den Jahren, so als ob ich da immer noch eine Mauer um mich herum gehabt hätte, die ganze Zeit, als ob ich immer nur irgendwas vormachen würde und oder mich hinter meiner Mauer verschanze, irgendwie sowas. Und jetzt plötzlich kommt es mir so vor, als ob... Als ob ich nackt bin und als ob ich mich jetzt so dermaßen nackt mache oder mich entblöße. Als ob alles nur Lüge wäre. Alles, was ich jemals mich geöffnet hätte mit halbwegs echten Gefühlen, das ist alles Lüge. Alles Lüge. Mir kommt das so wie eine bodenlose Lüge vor. Ein bodenlose Pseudoleben. Ich will nicht, dass das auf der Strecke bleibt. Darf davor nicht die Augen verschließen. Ich würde mich belügen halt. Ich wüsste genau, dass ich das eigentlich will oder eigentlich erwarte oder will. Es kann nicht sein, dass ich darauf verzichte. Es kann nicht sein. Das will ich nicht. Drei, zwei, zwei. Wahrheit macht frei. Ich sehe noch viel mehr. Ich sehe dann so eine richtige Freiheit irgendwie vor mir eigentlich. So eine richtige, echte Freiheit und Lebendigkeit und Lebenslust und alles das eigentlich. Das hängt da alles damit dran und ich weiß, dass sowas möglich ist. Ich weiß es ganz genau. 3, 2, 3. Freiheitsfähig, freiheitsliebend. Wie gut das klingt, das ist teilweise... Es ist völlig wild, völlig die ganze Welt in der ganzen Brutalität irgendwie. Also in der Wildheit oder, wie soll ich mal sagen, da gibt's kein Pardon oder irgendwas. Das ist die totale Freiheit irgendwie, die da irgendwie auf mich einströmt. So ist es einfach, was ich da höre. Das ist so dermaßen unbeeindruckt von mir. Das lebt so dermaßen. Das ist gar kein Thema, wie sehr unabhängig das von mir lebt. Wie wild das ist. Das wabert nur so an mir vorbei. Nimmt überhaupt gar keine Rücksicht auf mich. Aber das klingt jetzt vielleicht negativ, aber ich meine das gar nicht negativ. Ich kann gut damit leben, sagen wir mal so. Es ist okay. Es ist zwar irgendwie total wild und brutal irgendwie, aber ich komme damit gut zurecht irgendwie. Es scheint
sich mit mir zu vertragen. Das verträgt sich. Ist okay. Ist ja eine schöne Vision irgendwie. Ist geil. Geil. Ist wie so ein Sturm. Ich höre das zwar, als ob das so mein Blut ist oder was, aber gleichzeitig, das stellt sich für mich dar, so vom Bild, wie so die Welt. Wie die Welt, Kosmos oder was auch immer. So stellt sich's für mich dar. Als ob das, es kann ja nur ich selber sein, aber als ob das unabhängig ist von mir. Aber ich kann gut damit leben. Geil. Toll. Können Sie stundenlang dazuhören. Drei, zwei, vier. Souveränität. Da soll irgendwas passieren, was mich befreit. Was, wie sagt man bei den Motoren, was mich freipustet oder was mich befreit, dass ich, ja, dass ich souverän bin und handeln kann, dass ich reagieren kann, dass ich in der Welt bin, wo ich auf was reagieren kann, wo ich, ich weiß genau, was ich meine, was ich immer so beschreibe mit so Lebendigkeit und Kreativität und Kommunikation, das ist das, was ich erwarte. Naja, da sehe ich mich auf diesem Bahnhof, wie ich da plötzlich so relativ souverän bin, weil ich ja in der Welt bin. Naja, da kommt dann plötzlich so ein leichtes Gefühl auf, dass ich das schaffe alles, dass ich da meine Klamotten alle beisammen habe, Ordnung habe, dass ich gutes Schuhwerk anhabe, dass ich marschieren kann von einem Dorf ins andere. Naja, dann... Dann kommt dann plötzlich dieses ganz leicht, dieses Gefühl, dass ich irgendwie doch, es war alles schwer. Es war alles schwer, aber irgendwie scheine ich irgendwie damit umzugehen, wie sie es gehört, oder darauf zu reagieren, auf alles und irgendwie so eine Art Souveränität zu erlangen, so langsam. Drei, zwei, fünf. Erkenne dich selbst. Realismus. Ich wollte sagen, das ist wichtig. Und warum ist es wichtig? Weil ich mich doch kenne. Weil ich doch weiß, wie ich einfach so vor mich hintreibe, wie der Ball, der einfach in die Welt geschossen wurde, jetzt einfach die Straße herunter wie so eine Windrose. Ist alles ein riesiger Unglaube und das Gegenteil von Selbstbewusstsein. Wie könnte man das sagen, wenn man selbstbewusst und Selbstentfremdung oder Verlust? Ja, man kann es auch als unbewusst, kann man es auch sagen, das Gegenteil von Bewusstsein, Unbewusstsein. Ich bin da nicht da, ich kenne mich nicht, ich habe kein Bewusstsein von mir selber. Dass ich das nicht erreiche, diese Freiheit, die ich mir irgendwo ersehne. Das liegt ja nur daran, dass ich ja noch gar nicht genug da bin, um sie überhaupt wahrzunehmen, um sie überhaupt verkörpern zu können. Dafür bin ich ja noch gar nicht da. Kann doch gar nicht von irgendwas träumen, was ich überhaupt noch nicht leben kann. Drei, zwei, sechs. Selbst, Subjekt, Person. Jetzt eben habe ich mich so angesprochen gefühlt, so in meiner echten Person irgendwie so. Also diese Person, die da eben oft an diesem anderen Ufer lang geht, oder diese freie Person, das ist so diese... Dieser Peter, der andere, der freie ist und er selber ist.
sollst einfach nur du selber sein und leben und so weiter. Wenigstens sehe ich das vor mir, was ich meine. Ich sehe, was es heißt, da zu sein und als echte Person einfach da zu sein, in der Welt zu sein und entsprechend sich bewegen und entsprechend die Dinge zu nehmen. 327, sich selbst gönnen. Ich gönne mir nie einfach so da zu sein. Ich gönne mir das nicht. Es ist immer der Gedanke da, dass alles schnell gehen muss. Jetzt muss ich mir wieder noch mal bitte jetzt noch ein bisschen Ruhe gönnen. Langsamkeit. Offenbar habe ich da was übernommen von jemand anderem, von meiner Mutter vielleicht, dass ich mir das nicht gönne oder nicht zugestehe, dass ich durchaus unzufrieden sein darf oder muss sogar mit gewissen Zuständen von mir selber. Wahrscheinlich hat mich das eben tot gemacht, das andere. Und ich müsste langsam wieder mal zum Leben erwecken, erstmal jetzt. Ich muss einfach mal wieder Kontakt aufnehmen mit dem Lebendigen, den sie da fertig gemacht haben oder der da in diesem Räderwerk untergegangen ist, in dieser Maschine. Ja, Scheißdreck. 328, die Max Stirnersche Empörung. Ich muss erstmal mir wieder so selber diesen Luxus leisten oder gönnen, dass ich diesen freien Zustand überhaupt wieder wahrnehme und mir gönne oder haben lasse, diesen freien Zustand. In dem Zustand, wie ich bin, so als Vieh oder als Räder, als Rädchen im Getriebe, dann kann das nichts werden. Nein! Ich muss mir diese Freiheit gönnen. Ich muss mir diese Freiheit nehmen, sein. Ich muss einfach das zulassen, dass ich mich frei fühle. Ja! Weil ich sehe das gar nicht ein, dass ich mein Leben so verschwende. Ja! Ich muss da dran bleiben! Immer wieder dran bleiben! Ursprünglichkeit. Sollte Richard Burkhardthofer als Sekundärliterat hier richtig rezipieren, hätte er vollkommen recht. Die Verzweiflung hat einen Ursprung, auf den man durch Tiefenwahrheit stößt. Durch stete Annäherung an den Ursprung wird die Ursprünglichkeit, das eine, das den Verzweiflungsteilen zugrunde liegt, wiederhergestellt und die Verzweiflung unterwunden. Dann erwirbt man die Ursprünglichkeit wieder und mit ihr die Existenz, das Dasein. Eins ist klar, ich bin jetzt da. Ich bin da. Ich weiß, dass ich da bin. Da gibt es kein Zurück mehr. Ich habe ein Gefühl dafür, dass ich es mit etwas Realem zu tun habe. Das weiß ich. Und ich weiß auch, dass ich mehr oder weniger zufrieden bin mit mir selber. Und ich weiß auch, dass es Situationen gibt, die ich genieße und solche, die ich nicht genieße. Und ich weiß auch, dass ich eigentlich nur sowas erleben will, was ich genieße. Das weiß ich. Ich weiß, dass ich da bin. Ich weiß es. Ich stecke meinen Kopf nicht mehr in Sand oder sowas. Ich weiß, dass der Rest von meinem Körper, von mir, nämlich das, was draußen bleibt, dass der sowieso fühlt. Und Kopf in Sand stecken ist zwar gut und schön, aber der Rest bleibt ja draußen. 3.3. Kritik. 3.3.1. Kritik an den Experten.
Für den Philosophen ist es Ideologie, Illusion und Problem, nicht aber für den Postphilosophen. Im Einzelnen. Max Stirner, der erste Postphilosoph: Ein Ruck tut mir die Dienste des sorglichsten Denkens. Ein Recken der Glieder schüttelt die Qual der Gedanken ab. Ein Aufspringen schleudert den Alp der religiösen Welt von der Brust. Ein aufjauchzendes Juchhe wirft jahrelange Lasten ab. Aber die ungeheure Bedeutung des gedankenlosen Jauchzens konnte in der langen Nacht des Denkens und Glaubens nicht erkannt werden. Max Stirner, der Einzige und sein Eigentum. Seite 164. Das Ruck, Abschütteln, Aufspringen und aufjauchzendes Juchhe eben viel mehr bedeuten als das. Und dass das Abschleudern der jahrelangen Lasten ebenfalls Jahre, ein Leben lang dauern kann, ist der Grund, warum die Philosophen seit Stirner, das heißt seit fast 200 Jahren, vor diesem Abschütteln zurückgeschreckt und nicht zu Postphilosophen geworden sind. Bindungsangst ist eigentlich Todesangst. Die Tragik besteht vielmehr darin, dass es keine vermeintliche Angst ist, sich selbst in Zweisamkeit und Bindung verloren zu gehen, sondern jede Bindung löst die Todesangst aus, die erlitten und verdrängt worden ist, als einmal die Bindung abriss und man zu sterben glaubte. Doch davon kann ein Philosoph nichts wissen. 3312. Was mich eigentlich ausmacht. Selbstverrat. Ich oder der Junge, der ja nicht mal den Namen aussprechen darf, der sich dafür schämen muss, für das, was er selber ist, das, was ihn wirklich ausmacht, das bisschen, was von ihm übrig geblieben ist, wenn er das nicht mal aussprechen darf, dann ist da kein Wunder. Alles, was überhaupt irgendwie Schönes oder überhaupt das Leben überhaupt irgendwie ausmacht oder überhaupt irgendwie lebendig ist oder so, das ist sofort, zerreißt mich das. Das würde ich dann so eine Art wie einen riesigen Verrat. Dann wie so einen riesigen Verrat an mir und an dem Dorf, an meinem Dorf und an meiner Oma. Und diesen Verrat könnte ich nicht aushalten, weil ich genau weiß, dass es daran alles hängt oder so, dass das, was überhaupt mich ausmacht oder da hängt alles für mich dran. Alles, was überhaupt irgendwie schön ist oder überhaupt das Leben. 3313, sich loswerden. Die Wahrheit kommt dann zur Ruhe, wenn es kurzzeitig, im Moment der Bedürfnisbefriedigung, zu einem Stillstand kommt. In diesem kurzen Moment gibt es auch keine Wahrheit mehr, weil keine Informationen mehr fließen. Ich erkenne in mir das Bedürfnis und außer mir etwas, was mein Bedürfnis stillt. Wenn ich mir dieses Etwas hole, verlischt diese Wahrheit. Wenn die Wahrheit wirklich fließt zwischen mir und der Welt und gar nicht mehr in Zusammenhang mit Bedürfnissen gesehen wird, wenn alles instinktiv und wortlos vonstatten geht, bin ich ein Teil der Welt und löse mich in ihr auf.
dann habe ich keine Gedanken mehr, auf gar keinen Fall Gedanken an irgendeine Wahrheit. Dann nehme ich nichts mehr wahr. Dann schwimme ich in der Welt und in der Wahrheit und kenne nichts anderes mehr. Dann agiere und reagiere ich nur noch. Diesem paradoxen Gedanken begegnen wir immer dann, wenn wir von der Wahrheit als Selbstzweck sprechen. Das Gefühl vom Einssein mit der Welt kann man aus der Warte dessen, der sich nicht mehr in jenem Fluss und jenem Einssein befindet und aus der Warte der Verzweiflung, als Wahrheit um der Wahrheit willen beschreiben. Wenn die Wahrheit nichts Abstraktes ist, dann kann sie eigentlich auch kein Selbstzweck sein. Dann kann sie nur im Zusammenhang mit etwas anderem da sein, nicht um ihrer selbst willen. Kann sie doch. Erst wenn die Wahrheit Selbstzweck und bedingungslos ist, ist das Gefühl oder das Bedürfnis oder der Fluss tatsächlich voll da. Erst in der Unbedingtheit meines Willens zur Wahrheit, erst wenn ich unbedingt in der Wahrheit leben will, erfahre ich die Zufriedenheit. Denn ich fühle ein Bedürfnis oder ein Gefühl erst dann, wenn ich es wahrnehme, wenn ich ein untrügliches Gefühl habe. Es gibt eine Art Sinn für Wahrheit und gleichzeitig gibt es ihn nicht. Denn was dieser Sinn mitteilt, das ist das Gefühl, das Bedürfnis, sonst nichts. Wahrheit, Gefühl, Bedürfnis und Sinn ist eins. So wie es einen Sinn für Wahrheit und das Richtige gibt, so gibt es ein Sinnesorgan der Wahrheit, das Ich. Ich kann also einmal nicht mehr sein, indem ich keine Wahrheit mehr habe und kein Bedürfnis mehr befriedige, also ganz tot bin, und einmal, indem ich die reine Wahrheit habe, das heißt, in der vollen Wahrheit bin und alle Bedürfnisse befriedige, also ganz lebendig bin. Wenn ich wahr bin, bin ich nicht mehr, denn nur im Ich gibt es Wahrheit. Im Zwischenbereich nehme ich mich andauernd wahr, befinde ich mich in Spannung, bin ich Teil eines Gefälles. Die Informationen müssen fließen, damit meine Bedürfnisse befriedigt werden. Wenn man es nicht nur mal eben braucht, sondern total geil darauf ist, jemandem etwas zu geben und genau derjenige oder diejenige, dem oder der man es geben will und muss, es nicht nur mal eben braucht, sondern total geil darauf ist, es von ihnen zu bekommen, wenn sie jene Einheit bilden, Liebe, dann hören sie beide im gleichen Moment auf zu existieren, wo der Austausch stattfindet. Dann kommen alle Bedürfnisse zum Erliegen und es gibt keine Wahrheit und kein Ich mehr. So wie ich nur zum Teil lebendig sein kann, so kann ich auch nur zum Teil tot sein. Selbst wenn große Teile meiner Bedürfnisse nicht befriedigt werden, hört mein Herz noch nicht zu schlagen auf. Dann muss ich meine Existenz irgendwie aushalten. Dann muss ich permanent mit mir leben und werde mich nie los. Peter Töpfer, Die Wahrheit, Sie sagen und in ihr Leben. Seiten 186 bis 188. Kierkegaard hat vor allem Hegel vorgeworfen, die ganze Existenz allein ins Logische zu verlagern, also Existenz nur als eine logische Kategorie zu fassen. Und Kierkegaard ist es darum zu tun, die wirkliche Existenz zu fassen. 3.3.1.4 Sein anstatt das Sein zu erfassen. Postphilosophie heißt im Gegensatz zur Existenzphilosophie nicht mehr nur zu fassen, und sei es das Sein, sondern Sein. Zum Sein gehört sehr wohl auch das Denken, Fassen. Aber es ist viel mehr als das. Und der weitaus größte Teil des Seins ist undenkerisch.
3315 Unterscheidung von kognitiver und emotionaler Intelligenz. Verstehen kann auf der einen Seite bestenfalls Ahnung von Dingen, schlimmstenfalls reine Ideologie sein. Verstehen kann aber auf der anderen Seite auch gefühlvolles Wahrnehmen, das heißt volles Fühlen der Dinge und ihrer Zusammenhänge sein. Dann hilft es sehr wohl, denn dann wird unmittelbar der Wille freigesetzt, die Lage zu ändern. 332 Kritik an Kierkegaard. Drei, drei, zwei, eins, unterwinden anstatt überwinden. Aushalten ist zunächst nicht verkehrt, aber dann geht es nicht um das Überwinden, sondern vielmehr wird das, was ausgehalten, also bewusst gehalten wird, dadurch unterwunden, indem das Bewusste um das Gefühlte ergänzt, eine Verschmerzung erreicht und der Widerspruch zwischen Geist und Körper aufgehoben, besser gesagt, in der Tiefe beerdigt wird und sich auflöst. 3322 Nicht statthaftes Ontologisieren bzw. Verallgemeinern. Dieser Widerspruch ist zwar äußerst weit verbreitet, aber keine anthropologische Konstante. 3323 Existenzhegelei. Prätraumatisches Heidegger-Syndrom. Selbstschwurbelei. Die Verzweiflung tilgt sich nur aus, indem Verzweihung und Zweifel durch Wahrnehmen und Fühlen der Verzweiflung zugrunde liegenden zwei Teile, etwa Körper und Geist, vereint wird. Voraussetzung ist natürlich, und da ist Kierkegaard zuzustimmen, dass sich das Selbst zunächst zu sich selbst verhält und es selbst sein will. Sein Wollen reicht aber nicht. Das Subjekt muss es selbst sein und sei es im Zustand der Nicht-Existenz, des Quasi-Todes und der unendlichen Verzweiflung. 3324 Existenzwirklichkeit. So wird Verzweiflung ausgetilgt. Diese ganze und diese ganze Verzweiflung, diese unendliche und unlösbare Verzweiflung. 3325 Das Geschlechtliche bejahen, anstatt es zu vernichten.
Das Geschlechtliche liegt nicht nur ganz tief im Sein und im Selbst, in Gott und ihm zugrunde, sondern das Selbst kann schlichtweg nicht da sein, wenn das Geschlechtliche vergeistigt und vergessen wird. Ein Sein ohne das Geschlechtliche ist der Inbegriff der Sinnlosigkeit. Selbstverständlich muss das jeder für sich für wahr oder unwahr finden. Kein Mensch sollte bestimmt werden. Stattdessen sollte jeder seine Stimme aus sich heraus aufsteigen lassen. Bestimmung und einfach sein. Geschlechtlich oder nicht. Ende Teil 3 und Ende des gesamten Dreiteilers.